Ausstellung eröffnet. Am vergangenen Freitagabend wurde in den Räumen des Vereins Bund Bildender Künstler in der Bärenstraße in Plauen die Ausstellung »Hallo alle Enten neu« von Christina Röckel eröffnet. Die junge Künstlerin lässt sich von allem inspirieren, sogar von Toilettenpapier und Supermarktprospekten. Und da habe ich halt angefangen mit so ganz kleinen Zeichnungen und habe aus den Supermarktprospekt halt Dinge abgezeichnet, so Matratzen, Männer, Lederhosen, Kaffeetassen und so weiter. Die aus Kottengrün stammende Künstlerin erhielt kürzlich den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Buch und dann platzt der Kopf. Illustrationen aus dem Sachbuch sind auch in der Ausstellung zu sehen. Wenn Sie sich die anschauen möchten, dann möglichst bald. Die Finissage ist bereits am 18. Dezember um 18 Uhr. Da gibt es dann ganz besondere Leckerbissen. Unter anderem einen sogenannten Seelenschnaps. Also weil das Buch ist ja ein Buch über die Seele und dann zu Weihnachten noch so einen Seelenschnaps zu trinken, würde ich mich freuen, wenn wir da nochmal mit einem Seelenschnaps anstoßen. Und da gibt es dann auch noch so einen kleinen Mini-Weihnachtsbazar, wo es vielleicht noch so Last-Minute-Geschenke gibt. Und dann ist da noch ein ganz toller Hip-Hopper, der Musik macht. Also da seid ihr auch alle herzlich eingeladen am 18. Dezember.